Und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Warum tatsche ich mir eigentlich immer, wenn ich irgendwo Wunden habe, voll drauf? Kennt ihr das? Habt ihr das auch? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Oh, das habe ich im letzten Video nicht gesagt, oder? Ich weiß es nicht. Oh. Naja. Heute ist Freitag und heute dachte ich mir, nachdem jetzt mir eine schöne, nachdem ich am Mittwoch so schön euch erzählt habe, was mich glücklich macht, könnte ich euch ja jetzt auch mal wieder auf den Boden der Realität zurückholen. Ja, wie heißt so schön, nach allem Guten kommt auch was Schlechtes und nach allem Schlechten kommt auch wieder was Gutes. Also, hier kommt jetzt das, wo ich euch, wo man mal anders zählen sollte. Nämlich, ich war ja am Mittwoch so unglaublich froh über das, dass ich hier auf YouTube bin und so. Und dann habe ich mir mal drüber Gedanken gemacht und ja, da habe ich die nächsten Tage noch so drüber nachgedacht. Und dann heute Morgen bin ich aufgewacht und war so halb schlaftrunken. Und dann bin ich losgewatschelt Richtung Toilette und wollte pinkeln. Was denn? Schon wieder zu ausführlich? Jetzt lass mich, ich komme gleich zum Punkt. Ja, war. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall bin ich dann aufs Klo gesessen und dann ist mir aufgefallen, dass in unserem Klo ja arschkalt war. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ja komisch. Dann bin ich wieder aus dem Klo rausgewatschelt, habe mir auf eine Uhr geguckt und habe gesehen, wie jetzt schon 7. Dann habe ich gedacht, nee, kann jetzt nicht sein. Und dann bin ich wieder zurückgewatschelt, habe nochmal die Heizung angefasst und habe gemerkt, die Heizung läuft nicht. Normalerweise geht die um 5 Uhr an. Dann habe ich mir gedacht, hä? Wieso geht die Heizung nicht? Ist ja komisch, haben wir jetzt Sommer? Dann habe ich so überlegt, haben wir jetzt Sommer? Und da habe ich gedacht, nö, eigentlich nicht. Und dann ist mir was sehr Wichtiges heute Morgen mal bewusst geworden. Es ist für mich eine totale Selbstverständlichkeit, dass ich um 5 Uhr morgens aufwache und auf die Toilette gehe und dann ein warmes Klo habe. Mir fällt gerade auf, was für eine beschissene Geschichte das ist. Ja, es ist wirklich so. Es ist jeden Morgen, wenn ich aufwache, ist es schön warm. Es ist sogar das einzige Zimmer in unserer Wohnung, das zu diesem Zeitpunkt warm ist. Und deswegen freue ich mich da immer und gehe da immer rein und wärme mich auch auf. Nur um es kurz vorwegzunehmen, unsere Heizung ist nicht kaputt. Wir haben einfach nur das Öl noch nicht geliefert bekommen. Und deswegen ist es jetzt ein bisschen kälter. Tja, jetzt lebt die Familie gerade vom Restöl die nächsten Tage, weil die nächste Öllieferung ist bei uns erst in 3 Tagen am Montag oder so möglich. Trotzdem noch Zahlungsprobleme. Es klingt jetzt so voll nach Zahlungsproblemen und so voll, als ob wir die Pleitegeier sind, aber es ist schlicht und ergreifend so, dass wir das Öl... Wieso haben wir eigentlich kein Öl? Jetzt soll ich gerade so drüber nachdenken. Also der Heizungsmensch war schon da und der hat uns ein vorübergehendes Ding gebaut damit oder irgendwie gemacht oder der hat da irgendwas gemacht an der Heizung, dass die Heizung jetzt noch mindestens die 3 Tage durchhält, bis die Öllieferung da ist. Aber warum haben wir jetzt kein Öl? Wenn man die Öluhr nicht richtig im Blick hat. Ah, es ist menschliches Versagen. Jemand hat die Öluhr nicht im Blick gehabt. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen. Mutter. Mutter. Ich bin nicht zuständig. Oh, Großmutter. Irgendjemand hat nicht drauf geachtet, wahrscheinlich wir alle nicht. Und jetzt haben wir den kältesten Winter und kein Öl. Gut, ich bin jetzt gerade beruhigt. Jetzt habe ich gerade kurz gedacht, über uns kreist doch der Pleitegeier, wo Mutter so gesagt hat. Ja, Mann, sagst du es so doch nicht. Ich meine, gestern Nacht hatten wir einen Stromausfall und heute... und da war kurz der Strom weg, vorgestern war das Internet weg und heute das Öl. Also läuft nicht so bei uns. Und dann habe ich noch einen Schlag von dem Bett gekriegt. Modell sind glauben, aber irgendwie scheint es gerade nicht so... Also in unserer Familie scheint gerade eine Pechwolke zu schweben. Nee, wird's nicht, weil nach jeder Pechwolke kommt Sonnenschein. Ich liege dann zwar im Bett und bin flach und platt wie eine Flunder wegen dem Sonnenschein, aber es kommt immer wieder. Ja. Irgendwie war das jetzt gar nicht das, was ich in dem Video sagen wollte. Ich lasse mich immer viel zu leicht von dir ablenken. Aber du bist halt ablenken, weil du so fabelhaft bist. Kann man mal wieder erwähnen, ne? Ja.
Aber was ich eigentlich erzählen wollte, bevor ich jetzt ins Schwafeln geraten bin, war was ganz anderes. Nämlich, es gibt so Dinge, die wir als selbstverständlich nehmen. Ich zum Beispiel sage, dass das Klo warm ist und dass wir Heizung haben. Strom, meine Eltern, dass meine Mutter mir Nudeln macht. Dass mein Hase da ist, wenn ich nach Hause komme. Dass wir ein tragbares Telefon haben, mit dem ich telefonieren kann und meine Großeltern anrufen. Dass ich meine Großeltern jeden Tag anrufe und dass die da sind. Das sind so Sachen, die sind für mich komplett selbstverständlich. Die sind für mich etwas, wo ich mir gar nicht vorstellen will, dass sie nicht da sind. Aber wo ich, wenn ich mal drüber nachdenke, nicht wirklich es als etwas Selbstverständliches sehen sollte, sondern als etwas ganz Besonderes. Es sind Dinge, die haben einen Wert. Und zwar nicht nur einen Geldwert, sondern auch einen ideellen Wert. Das heißt doch ideell, ne? Mhm. Gut, ich war mir gerade nicht mehr sicher. Ich habe heute irgendwie Wortfindungsschwierigkeiten. Mir läuft es nicht immer in der Gosche rund. Ja. Und das sind so Sachen, die einen... Oh, ich liebe diesen Duft. Es klingt jetzt gerade voll doof und ihr könnt es nicht riechen, aber bei mir kommt gerade so eine Riesenwelle aus einer Mischung aus frischem Streu und Heu. Und es ist so dieser Duft, den ich total mit Leo verbinde, weil der immer total nach frischem Streu und Heu riecht. Und ist gerade schön. Echt, ich muss echt was mit meiner Aufmerksamkeit tun, ne? Ja, aber es sind so Sachen, die wir als selbstverständlich nehmen oder auch das Internet, dass man Internet hat. Und wenn ich mal drüber nachdenke, es gibt sehr viele Menschen, die haben nicht das Glück, das, was wir haben, alles zu haben. Und die haben andere Dinge, die ihnen wichtig sind und die für sie selbstverständlich sind. Oder auch sauberes Wasser gehört zu den Dingen, die wir als selbstverständlich nehmen. Oder dass man ein Vollbad nehmen kann, was wir jetzt gerade nicht können, weil unser Heizöl weg ist. Wir können jetzt nur noch kurz duschen und kurz und baden dürfen wir auch nicht. Es ist schon, es macht einen Unterschied. Und es ist so interessant, wenn man einfach mal in einer Situation ist, wo etwas, was einem als normal, selbstverständlich, natürlich kann man das und als wir, das ist ja gar nicht möglich, dass es das nicht gibt, mal nicht tun kann. Wenn man zum Beispiel jetzt mal kein Internet hat, wenn man mal kein warmes Wasser hat und kein heißes Bad und man am Morgen ins Klo gehen muss und es total kalt ist. Das ist furchtbar. Was denn? Ist so... Ja, für viele ist das normal. Aber wenn man es gewöhnt ist, dann ist es für einen etwas, was... Ja, man selbst hat dann das Gefühl, es ist furchtbar, wo dann andere hinstehen und sich ein Fäustchen lachen, wenn die sagen, was ist ein warmes Klo am Morgen? Die kennen das nicht mal. Und ja, es sich einfach manchmal bewusst zu machen, was es alles gibt, was wir jeden Tag gebrauchen, was wir jeden Tag haben, was aber etwas Besonderes ist, weil es eben nicht jeder hat, weil es nicht einfach nur so vom Himmel kommt, sondern weil es eben einen Wert hat. Und zwar nicht nur den preislichen Wert, sondern auch den ideellen Wert oder eben auch den Wert der Erinnerungen. Ich bin ja auch jemand, ich schätze unglaublich viele Erinnerungen, die ich seitdem ich hier mit YouTube angefangen habe, gemacht habe. Ich schätze auch Erinnerungen, die ich mit meinen Eltern oder mit Babette und Winfried und mit meinen Großeltern gemacht habe oder mit meinen Geschwistern. Oder solche, es sind so Geschichten, die man auch Geschichten, die man weitererzählen kann, die haben auch einen Wert. Wenn man erzählen kann, wie man zum Beispiel am Morgen zur Schule gefahren ist mit der großen Schwester und sich den übelsten Gangster-Hip-Hop angehört hat und das auch noch eine Lautstärke, die wirklich nicht normal war. Das war mehr, jetzt würde ich sagen, der Hip-Hopper schreit uns an und dann aussteigt und dann ausgerechnet in dem Moment der Bio-Lehrer ins Auto einsieht und reinguckt und ja. Das sind so Geschichten, die einfach viel wert sind und die auch sparen, die einen dann auch wieder erfreuen. Und ja, trotzdem, so ein kaltes Klo ist nicht schön. Und das Schlimmste ist, ich bin dann aufgestanden und dann ist meine Mutter kurz danach, musste sie aufstehen und ich wollte ihr schonen beibringen, dass das Klo kalt ist. Und sie hat es nur als Mama, mach mal das Klo da warm entfunden. Aber ich wollte doch nur, dass sie nicht so kalt erwischt wird wie ich. Ja, das war jetzt kein beabsichtigter Wortwitz. Der kam von allein. Das war...
Ja, oder auch die Tatsache eines vollen Kühlschranks. Ich komme ja zum Beispiel aus einem Land, in dem ein voller Kühlschrank, ein Kühlschrank allgemein, das gibt es da nicht. Echt? Da gibt es Kühlschrank. Okay, na gut, es gibt Kühlschränke, aber die sind nicht voll. Na, siehst du. Das, manche haben auch keinen. Also ich hatte zum Beispiel keinen, als ich auf der Straße war. Ha! Totschlagargument. Ghetto Kinder, Totschlagargument abgesagt. Ja, ich bin ein Favela-Kind. Ja, und wenn ich dann einfach so dran zurückdenke und jetzt ein bisschen nostalgisch denke, auch meine leibliche Mutter, die ist ja wahrscheinlich immer noch in diesen Favelas. Und die hat weder ein warmes Klo, noch hat sie wahrscheinlich einen Kühlschrank, der voll ist. Und sie muss um ihr Überleben hart kämpfen. Und ich kann freudig sagen, dass meine größte Sorge im Moment ein kaltes Klo ist. Und ja, denkt einfach mal daran, was eure größte Freude ist. Und dann denkt auch mal an andere Leute, die diese Freude zum Beispiel nicht haben. Oh, das ist arschig. Und dann denkt wieder dran, dass es euch dennoch eine Freude machen kann. Weil es ist etwas, was euch eine Freude macht, weil es für euch verfügbar ist. Und ja, es einfach auch mal wieder wertzuschätzen, ist die Message des Videos. Kurve gekriegt oder noch voll Crash. Ich höre jetzt auf. Ja, ich würde jetzt sagen, ich beende mein Video, nachdem ich jetzt gerade irgendwie einen Vollcrash hingelegt habe. Und würde sagen, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was sind die Sachen, die euch am meisten Freude machen. Ich schreibe wahrscheinlich als erstes einen Kommentar, nämlich ein warmes Klo. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Umarmt einfach mal wieder. Nee, lasst es. Meine Mutter meint gerade, umarmt einfach mal wieder euer Klo. Ich wollte gerade sagen, eure Mütter, eure Väter, eure Familie. Und dann habe ich gedacht, nee, lass mal, das ist ja Berührung. Das kann ich doch keinem zumuten, dass er eine Berührung haben muss. Aber tut einfach mal wieder etwas Gutes für euch. Das ist immer, wenn man soll sich auch manchmal was Gutes tun, zum Beispiel eine Schokolade essen oder einfach eine schöne Zeit zu verbringen. Ich werde jetzt eine Wärmflasche aufs Klo legen, damit ich wenigstens, wenn ich morgen drauf gehe, das schön warm habe. Und wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was es bei euch ist. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.treatmentoutlook.com. Das habe ich beim letzten Video vergessen, aber jetzt nicht mehr. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis bald. Ciao.